Hallo, ich bin Lenz von Push & Bonus und ich zeige euch heute, wie ihr eure Pushrack-Fahrradhalter an Airline-Schienen montiert. Zu Beginn eine kleine Einschulung. Das hier sind Airline-Schienen, erkennt man diesen Ausfräsungen. Das sind dieselben Schienen, die bei uns auch in unserem eigenen Set dabei sind, die passend für alle Fahrzeugtypen anbieten oder alle Kastenwagentypen anbieten. Sind super cool, weil es ein Standard in der Ladungssicherung ist. Es gibt ganz viele von diesen Fittingen, die wir auch verwenden, die man überall einsetzen kann, aber auch so Spezialzubehör für Spanngurte und so. Das finde ich richtig praktisch, wenn ich auch im Innenraum vom Bus ganz viel. Und das hier drüben sind Thule-Schienen, die sind ganz glatt. Das heißt, ich kann hier auch nichts einsetzen. Deswegen kann ich nur von der Seite Materialien einschieben, um das festzumachen. Funktioniert für den Pushrack aber genauso. Falls ihr Thule-Schienen habt, gibt es ein eigenes Video dafür. Wir schauen uns jetzt an, wie es bei den Airline-Schienen funktioniert. So sieht das dann aus. Das sind die Fahrradhalter und dazu kriegt ihr noch das kleine Sackerl. Das sind die Schrauben, passend für eure Schienenart. In dem Set habt ihr den Lenkhalter, den Reifenhalter, ein Sicherungsseil, die passenden Schrauben für den Reifenhalter und den Lenkerhalter, selbstverständlich eine Anleitung und bei jeder Bestellung geben wir noch eine Warnflagge mit dazu, damit ihr da mit der StVO konform seid. Wo sollen die Räder eigentlich hin am Bus? Das hängt jetzt natürlich von ab, ob ihr jetzt auf beiden Türen Schienen drauf habt oder nur auf einer. Wenn es nur eine ist, würde ich immer die rechte Tür empfehlen, weil diese später einfach zuerst geöffnet wird und man auf der linken Tür immer mehr Probleme hat mit dem Lenker, mit dem Überstand. Das schauen wir uns dann später auch noch gleich an, wie wir das machen. Den ersten Pushrack setze ich jetzt immer meistens oben ganz nach rechts und arbeite mich dann von dort weiter, mit dem passenden Abstand nach links weiter. Hier nur eine Sache zu beachten, falls ihr einen Fiat Ducato, Citroën Jumper oder ein bauchgleiches Modell habt, ihr dürft auf der rechten Seite mit dem Lenker nicht über das Türscharnier drüber stehen, sonst funktioniert das nicht. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob eigentlich drei Räder pro Tür möglich sind. Theoretisch ja, es wird natürlich sehr eng. Richtig komfortabel, sag ich mal, klappt das eigentlich nur auf der rechten Tür und wenn ein Rad davon ein Kinderrad ist. Damit ihr eure Halter an der Airline-Schiene montieren könnt, müsst ihr einen Trick verstanden haben. Und zwar, diese Fittinge bestehen aus zwei Teilen, der Schraube und dem Flügelblech. Und ihr setzt sie einfach gemeinsam bei einem Loch ein, schiebt sie ein halbes Loch zur Seite, so dass das Flügelblech einrastet. Und dann kann es losgehen. Mit der Montage fange ich jetzt hier rechts oben an, setze den ersten Fitting rein, mit einem 50 mm Abstand den zweiten. Und dann kann ich den Lenker halt eigentlich auch schon direkt draufsetzen. Ups. Da ist er. Und dann habe ich die Möglichkeit, es gibt hier so vier schwarze Spacer. Die kann ich jetzt entweder hier außen drauf machen und das festschrauben, dann bin ich mit dem Halter so nah wie möglich am Fahrzeug dran. Oder ich mache einen oder zwei pro Schraube dahinter und kann noch minimal mit dem Halter weg vom Fahrzeug. Das kann helfen, wenn ich so ganz gerade mit dem Lenker so sage, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Sicherheit zur Tür, der Griff, der kommt mir ein bisschen zu nah zu meinem Fenster oder so. Das ist aber wirklich nur ein Feintuning. Wenn ihr sagt, ich habe hier wirklich Kontakt mit dem Lenker oder da ist ein dickes Fenster hinten drauf, das ist zu wenig Abstand, dann gibt es unseren Plusarm. Der hängt sich hier oben nochmal ein und der gibt auch 6 bis 7 cm mehr Abstand, also viel, viel mehr als diese 10 mm, die Scheiben können. Aber dieses Feintuning könnt ihr machen, um euer Setup ideal einzustellen. Ich weiß, bei mir brauche ich sie nicht, das heißt, ich setze sie einfach außen drauf, mache jetzt die Beilagscheiben drauf und dann die beiden selbstsichernden Muttern. Das Ganze wird jetzt dann im besten Fall mit einem Drehmoment von 9,6 Newtonmeter festgezogen. Ihr fragt euch vielleicht, warum meine Schienen hier so hässlich aussehen. Überall da, wo schon was montiert war. Ja, das war eine Lernkurve von uns. Das hier ist ja der allererste Prototyp an meinem Fahrzeug. Das sind pulverbeschichtete Schienen. Kriegt man ganz oft online so. Da platzt die Pulverbeschichtung mit der Zeit ab. Deswegen verkaufen wir auch keine pulverbeschichteten Schienen, sondern nur eloxierte Schienen. Bei denen platzt überhaupt nichts ab, weil das Eloxal ins Material in die Oberfläche eindringt und nicht einfach nur oben drauf liegt. Deswegen bin ich leider derjenige mit den hässlichsten Airline-Schienen am Bus. Ich habe vielleicht bemerkt, dass ich den Lenkerhalter nach links eingeschlagen montiert habe. Ich finde, wenn er auf der rechten Tür drauf ist, ist es nach links einschlagen nachher immer schöner mit dem Fahrrad. Weil das Fahrrad neigt sich immer so ein bisschen zu der Seite hin, in die der Lenker eingeschlagen ist. Und dann ist es mit dem Fahrzeug so ein bisschen formschlüssiger und die Sichtbarkeit der Rücklichten ist auch besser. Für die Montage der Reifenhalter gibt es jetzt eine wichtige Regel. Und zwar sollte das Ganze in einer senkrechten Linie unter dem Lenkerhalter sein. Und da kann man sich immer ein bisschen täuschen. Bei mir zum Beispiel, der Crafter läuft oben zusammen. Das heißt, die Schiene ist oben 60 und unten 70 cm. Das heißt, wenn ich jetzt ganz nach außen gehen würde, sieht das da vielleicht halbwegs stimmig aus, ist aber falsch. Ich muss also von der Innenseite messen, von der Türmitte oder die Löcher zählen, um dann wirklich genau die richtige Position zu haben, damit das Rad nachher senkrecht ist und auch wirklich schön satt im Halter drin sitzt. Stehen sie schräg, wackeln die Räder deutlich mehr. Ich habe mir jetzt rausgezählt, wo genau ich die Fittinge montieren muss. Setze da ein und
sind ganz ähnliche Teile dabei, aber die Anordnung ist ein bisschen anders als beim linken Halter. Und zwar kommen jetzt zuerst die beiden schwarzen Scheiben drauf. Und es hat hier auch keinen Sinn des Abstandsregulierens oder so, sondern das ist einfach nur, damit der Halter später besser gleitet. Jetzt kommt der Halter selbst drauf. Ich montiere ihn jetzt erstmal so. Dann ist er mir nicht im Weg beim Draufmachen. Und jetzt habe ich einen kleinen Geheimtipp, der steht nicht mal in der Anleitung drin. Und zwar die kleinen Beilagscheiben hier. Die sind auf einer Seite so ein bisschen rund. Dreht die runde Seite zum Halter hin, dann hält der Lack hier auch ein bisschen länger, weil der schon ziemlich groß beansprucht. Und bevor die Sterngriffe draufkommen, ganz wichtig, wir haben hier diese Federringe. Sieht ein bisschen aus wie eine kaputte Beilagscheibe. Der Sinn des Federrings ist, Spannung auf die Sterngriffe zu geben, auf diese hier, selbst wenn diese nicht ganz fest sind. Weil das kann immer mal passieren, dass ihr macht das Ding gerade drauf und habt es ein bisschen eilig und verstellt den Halter, aber zieht sie nicht so ganz 100% fest eigentlich. Ohne die Federringe ist er dann wirklich komplett locker sofort und vibriert sich auf und dann könnt ihr sie unter Umständen verlieren. Und wir haben eben herausgefunden, dass mit den Federringen zusammen da einfach so eine gewisse Spannung drauf bleibt und sie deswegen nicht verloren gehen. Die erste Halterung ist jetzt drauf. Ich mache jetzt hier daneben auch die zweite, ungefähr in der Mitte. So ja, 30 cm Abstand zwischen den Halterungen ist ein komfortabler Abstand. Da werden sich die Räder nie berühren mit den Pedalen oder so. Das ist ganz entspannt. Man kann aber auch dichter gehen, wenn man sagt, man möchte unbedingt noch ein drittes Rad dazu quetschen, ein Kinderrad zum Beispiel. Dann geht das. Und genauso mache ich mal auf der linken Seite auch nochmal Fahrradhalterungen drauf, damit ich sogar vier Bikes mitnehmen kann. Hier passe ich nur auf, dass ich mit dem Fahrrad hier nicht zu weit nach rechts rutsche, damit dann nicht der Lenker am Ende hier übersteht. Und ihr werdet gleich sehen, die zweite Halterung hier drehe ich wieder nach innen. Also nicht so wie diesen hier, sondern in die andere Richtung, damit die Räder nachher alle gemeinsam hier nach innen geneigt sind. Wir haben übrigens auch diesen DH-Flex-Halter, der ist zweiteilig und lässt sich in der Breite verstellen. Der ist sehr praktisch, wenn man ein Downhill-Bike zum Beispiel hat mit so einer Doppelbrückengabel oder ein E-Bike mit sehr, sehr breitem Display, also über 80 mm Breite. Die Montage ist eigentlich genau gleich wie beim normalen Fahrradhalter auch, mit dem einzigen Unterschied, wegen der Zweiteiligkeit. Wenn ihr den so eingeschlagen habt, kommt dieser Teil zuerst drauf, also der obere, dann dieser draufgelegt und nur noch eine schwarze Scheibe dazu. Und wenn ihr in diese Richtung einschlagen wollt, kommt zuerst der obere Teil wieder drauf, dann dieser Teil und wieder eine schwarze Scheibe und wieder draufgeschraubt. Die Montage der Fahrradträger ist jetzt fertig. Wenn ihr noch sehen wollt, wie ich das Fahrrad auf den Träger drauf mache oder wie man die Airline-Chain an den verschiedenen Kastenwegen montiert, dafür haben wir ganz viele eigene Videos gemacht. Die findet ihr in der Beschreibung oder in unserem YouTube-Kanal.